Leute, ich heiße euch zurück. Willkommen zu Donkey 64. Ja, wackel mal am Tisch rum, dann fliegt alles um. Na, der Typ ist schon mit einer Wahl und nicht die Stelzen, die ich habe. Gut. Okay. Waluigi kommt in diesem Let's Play nicht vor, aber ist auch völlig egal. Wir haben andere Leute oder Nervensägen, naja, wie. Zurück. Und damit, ich habe ja die vorigen Parts, also den vorigen Abschnitt, die Rest 31 Parts entfernt oder gelöscht, weil ich mit denen nicht so zufrieden war. Und ich hoffe, dass das Let's Play jetzt unter YouTube besser wird. Okay, setzen wir vor, denn wo weiß ich nicht. Bei Weihnachtsmann im Nordpol. Ja. Und beim Osterhasen im Mittelpol. Okay. Ja, wir müssen am 5. folgen. Also, ich habe ja die anderen alle verschmissen. Das heißt, ich glaube jetzt, dass es von den Systemen her besser klappt. Weiß man nicht. Ich mag ja Glücksspiele. Aber nur wenn die mit kein Geld zu erledigen sind. Was bin ich doch sogar traurig. Yeah. So, und wir gehen den ersten Bossi verkloppen. Und keiner will wissen, wer das ist. Nämlich irgend so ein Heinzkopf, der von sonst wo stammt. Und ich sage mal, es ist unser Santa Claus, den wir jetzt besiegen werden. Santa Claus mit in einem großen Treckerreifen-Update. Auf geht's. Oh, ich hab den schon besiegt. Scheiße. Naja, okay, sorry. Dann können wir den Boss mal leider nicht aufs Maul heben. Ich hoffe, das verzeiht er mir, weil... ich habe den wahrscheinlich schon zuerst besiegt. Also, wo ich vorgespielt habe. Weil ich dachte. Naja. Ist ein älterer Speicherstand. Aber. Den Bananen kommt da so gut hin. Da. Könnte man. Ich hoffe jetzt nicht, dass schon die zweite Welt offen ist. Weil. Das verpassen gerade die ganzen Soundtracks. Hoch runter. Nein, wir schon denken können, dass alles wieder freie Schalten ist. Ich gehe noch mal, warte mal, ich beende mal kurz den Part. Also nicht meine den Speicherstand. Wie ist denn das? Hier. Und gleich hören wir unseren Freund lachen. Das ist er, der hat dann wieder mein Lotto gewonnen. Und nun hoffen wir, dass wir irgendwo die Soundtracks wiederbekommen. Sonst muss ich den Account wechseln. Ja, here we go. Fällt mir schön, Mario. Ja, das ist schon mal eine schöne Welt. Hallo, Donkey. So, wie viel haben wir denn hier? Moment. Hier haben wir 2 Stunden 11. Und hier haben wir 1 Stunde 13. Ich glaube, hier haben wir dann mehr genug. Ich gucke erstmal mit Options drin. Wenn jetzt die Welt auch frei ist, haben wir Pech gehabt. Und wahrscheinlich, ich hoffe bitte nicht. Jo, hier haben wir noch alles so wie gehabt. Gut. Na dann geht's, dann wird es jetzt wohl losgehen. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass ich nochmal so einen Speicherstand habe, wo ich nicht so lange drin war. Weil sonst hättet ihr leider eine Menge verpust. Verpusteblumet. Ja. Verpusteblumet. Gute so Rede, Sergeant Spider. Okay. Und jetzt versuchen wir mal, ob ich diesen Heinzkorb Weihnachtsmann da jetzt aufs Maul geben kann. Ich hoffe ja. Sonst würde das nämlich übel ausgehen. Sonst, oh, du Angeber Stelzenkopf hier,
Komm, fahr nach Family Guy. Bist sowieso zu lahmärschig. Mal gucken. Naja, hier ist er auch besiegt. Aber Gott sei Dank haben wir den Sound weg, also das Gerede des Typen noch. Mensch, feier Weihnachten, Alter. Feier Weihnachten. Ist ja gerade mal Sommer, aber scheiß drauf. Ich komme mit den Kalendertagen sowieso nicht klar. Ja. Denk immer, es ist der, was weiß ich, der 6. hoch 7 oder 6. hoch 99.999. Ja, es gibt so viele Monate. Also ich hab immer so eine gute Einschätzung über das Allgemeinwissen. Und damit meine ich überhaupt keine Einschätzung, weil das kennt ja jeder. Allgemeinwissen fehlt bei mir über alles. Habe ich ja auch schon lustige Soundtracks von erstellt. Habe ja selbst aus meinem Tagebuch damals die Bilder veröffentlicht. Ja, und da haben sich jetzt in wenigen Stunden sehr viele Leute schon angesammelt. Also, sagen wir so, 7 Leute pro Stunde. Also, ab der ersten Stunde, wo es drauf auf YouTube war, waren schon 7 Leute drauf. Bitte, bitte, bitte lass den Typen noch da sein. Mal gucken, ob der Heinz ist. Oh nee, sag bloß nee. Doch, der ist noch da. Ich sehe das. Dann geht's los. Wir sprechen den so wie beim Anfang. Hallo Mensch, ich bin so ein Hubert. Ich bin ein scheiß Mensch, aber scheiße, ich bin Holzkopf. Ja, komm, verpiss dich, du Kinder, sag auf meine Schule. Gut verstanden. Dieser Störenfrick sollte längst ein Stück Krolle sein, Wurzel Armadillo. Ho, 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 schöne Weihnachten, wie geht's dir so? Ich habe Geschenke für dich, aber leider habe ich keins für dich da, weil ich verkackt habe. Ist das schlimm? Einfach mal, ich mag keine Versager. Willst du wissen, was mit Servers Schrabern passiert? Naja, ich glaube nicht, dass mein Nordpol überlebt. Ich werde ihn einschmelzen, dann ist deine... Ich habe bereits so lange auf meine Weihnachtsgeschenke gewartet, du Blödmann. Sorry, wusste nicht, dass ich von so einem Affen geownt werde. Also Weihnachten wird wohl bei K-Wood dies Jahr ausfallen. Okay, dann geht es weiter. Bede-do-bede, ich bin so hässlich. Hässlich. Ja, nein. Lustige Bienchen sind auch wieder da. Und irgend so eine grünen Clownsköpfe wahrscheinlich. Ja, das sind die Clownen. Jetzt kommt der nächste Noob. Was? Warum bin ich denn eingesperrt? Hab ich was verbrochen oder was? Nein, ich habe Family Guy gehackt und dafür wurde ich bestraft. Also sag Comedy Central Bescheid, ich habe meine Lektion gelernt. Später. Wir gehen erstmal zu einem neuen Skin rein. Ja, Donkey. Gut, hat schon die Hälfte an Leist verloren. Ist der bloß halb tot. Und jetzt sind wir in irgendeiner kitschigen Kinderspielbude. Das ist schon mal total dämlich. Weil ich... Naja, ich hab Lego. Aber bin ich gerade in so einer Zirkusheimbude hier, ey. Ich bin doch kein Zirkusartist. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ja, ich hab zu viel geraucht und jetzt ist mein Gehirn vernebelt und ich weiß nicht, was abgeht. Ich hab eine ganze Schachtel in eine halbe Stunde geraucht und die Ärzte meinen, ich hab's nicht mehr drauf. Die Therapeuten sagen, ich rauche viel zu viel im Leben und Kiffen macht da so Spaß, wie es jeder. Es gibt da so viele Zigaretten, nicht wahr? Ja, so ist das Leben. Willst du auch mal eine Dübel Donkey? Dann melde dich an. Und
ich bin die größte Rauchergefahr, die es gibt. Also ich müsste schon zigmal die Lungen entstauben lassen. Und ja, die Ärzte meinen, ich bin bekloppt in der Birne. Wie kann man bloß sein Leben mit Rauchen verschwenden? Ja, keine Ahnung. Ich meine, Sergeant's Battle hat ohne Besseres drauf. Ja, und seine kleinen Spielkinder-Displays da. Also, was ist so schlimmer, dass ich kiffe oder was? Nee, der ist schlimmer. Der macht sich immer selbst runter. Rauchen ist viel gesünder. Also, probier's mal aus, Donkey. Ey, Rauchen ist geil. Der macht immer ein Let's Climbing, also Let's Rauchen, eine Vorstellung, wie man's rauchen lernt. Ja, das ist wunderbar, das macht Spaß. Aber wahrscheinlich checkst du das nicht, weil du ja so blöd bist. Weil du dich ja von diesen Noob eingehen lässt. Also, werd erstmal diesen Spinner-Let's-Player los und dann rauchen wir eine Runde an der Straße. Und betteln uns so eine Penner den Geld an, also mach's bis später, ich muss nur neue Kippen kaufen, also bis dann. Ja, und der blöd lachen, ja, der ernst genau. Okay, unserer, wir müssen nochmal in der Rauchertussi rein. Wir würden uns wieder mit Zigaretten vollqualmen, das ist ja schon mal perfekt. Ja, so ist das. Hallo Diddy, Plong. Wie geht's mein Affilein so? Schloscht. Wie geht's schloscht? Schloscht ist ein neues Wort. Wir müssen noch meinen in der Raucherbuderin. Ja, jetzt hat mich der Discounter rausgeschmissen, weil ich so viel Schachteln gekauft habe. Und was soll ich jetzt tun? Weiß ich nicht. Geh in Therapie. Ich meine, im Kiffen ist eine Leidenschaft. Also ich habe schon mit 4 Jahren geraucht. Ja, meine Eltern dachten, ich bin psychisch krank, aber nee. Guck mal, wenn stirbt man ein paar Jahre früher, ist aber nicht so schlimm. Man wird ja sowieso wieder neu erzeugt als irgendwas anderes. Wahrscheinlich komme ich dann hier als du größter SD-Start, also Star. Ja, und dann bringe ich den Song im Thema Rauchen bei, denn werde ich mit der Zigarette auf der Bühne gehen und wird erstmal so ihn abquallen, dass die mir volljubeln, ganz genau. Ja, Rauchen ist geil, Rauchen ist cool, Rauchen macht glücklich und denn Sergeant Spatterkin Let's Play zu gucken, nervt nur rum, das wüsste ich schon immer. Kannst du mir mal ein paar Kippen ausgeben? Wenn ja, dann werde ich dir irgendwann das auslegen, aber erst ein paar Jahre später. Okay, verstanden. Jetzt sind sie erstmal losch geworden. So, dann gehen wir mal zum nächsten Heinz Bob. Und das ist nämlich unser bester Freund. Oder mehr sagt, den besten weiblichen Skin, nämlich Tiny. Und damit öffnen wir die Tür. Leute, ich möchte gerne mit Safe Sets in dieser Runde spielen. Weil ich habe damals im verworfenen Abschnitt da 12 Minuten rumgehampelt und nein, mach ich nicht mit. Hey, was mit der Kiffertante schon? Sonst kommst du ja nicht weiter, mein Freund. Ja, bei der Kiffer-Boss Lady war man schon. Und die Asmaron war die Weihnachtsmänner hier, ganz genau. Weihnachten ist ja so ein wunderschönes Fest. Was wahrscheinlich jeder Vollhong im Leben vergisst. Und das Reimen war nicht gut. Weil dein Let's Play ganz schön blöde tut. Naja. Man soll nicht so überbewerten denken. Man soll bloß überbewerten singen. Lalala, ich kann das nicht. Ich bin zu blöd dazu. So, und ich spiele mal diesmal mit Safe States. Bitte entschuldigt das. Sonst kommen wir hier noch jahrelang nicht weiter. So, schließen. Und damit geht's los. Wir schießen und was weiß ich. Schießen auf den komischen Erdnussflipschalter. Mit unseren Bits da. So, jetzt muss ich nochmal ducken. Nein, nicht die bösen Waffen. Ich hoffe, ich weiß noch, wie der Sprung geht, sonst bin ich wieder auf Alzheimer. Auf alter Mannheimer.
Warte mal, ich muss mal proben wie A mit A. Gut. Wie ihr sagt, manchmal vergesse ich die Steuerung. Also erst recht, wenn man in Druck mit Zeit ist. Und ich meine dazu, ach, ei, freu den Druck. Den Druck mit. Den Druck mit Family Guy. Oder mehr, sagt mit Family Aid. Family Monkey. Family. Oh, Scheiße! Sorry! Ich muss mir das ducken, wenn das Ding fährt. Ja, ihr habt schon wieder echt viel vergessen, Alter. So ist das normal, wenn man in der Schule nur SpongeBob gezeichnet hat und so weiter, was ich ja der Fall war, dann ist das hier normal. Ich muss nicht mehr normal zu ein Skins. Boah, was ist denn das hier für eine Findlichkeit? Ja, ich kann jetzt kein Wort zusammenstutzen, weil ich muss erstmal warten, bis ich da auf die Clown GmbH rufkomme. Ich hoffe, ich weiß noch, wie man duckt. Ach, Mist. Die Steuerung ist... Ich versuche mal da auf Zeitdruck zu rennen, aber ich glaube, das wird nicht springen. Weil die Zunge ja wirklich sehr lang ist und wahrscheinlich, weil der A-Figur als Kind immer die Schule die Zunge rausgesteckt hat, hat immer gesagt, ich will nicht lernen, Bebe! Hat er wahrscheinlich so zu den Schülern damals in der Schule gemacht. Deshalb hat er wahrscheinlich eine lange Zunge bekommen. Ja, das ist der Zungenfluch. Ja, siehst du, das Balancieren ist noch nie meine Stärke. Wer kann das schon? Naja, keine gegründet. Aber das müssen ja auch schon Leute sein, die ein gutes Gleichuntergewicht haben. Ja, und ich will ja nicht ewig sitzen. Ja. Wow. Warte mal, ich save mal. Ja, ich mach jetzt mal auf sehr vorsichtig. Aber wir wollen ja auch weiterkommen. Sonst. Wenn nochmal ein Safe State. Ja, ich tue es auf ganz blöde, ich weiß. Aber anders geht das erstmal nicht. Zum Glück habe ich ein Safe State. Ja, da habe ich schon mal nachgedacht. Naja, nachgefault. Aber egal. Wir haben es geschafft. Ja, eigentlich soll man sowas nicht machen. Aber wenn es mal hart auf hart kommt und ich habe ja auch gesagt, dass ich Anfänger bin, dann muss das mal so sein. Jetzt geht das magische Licht von Hogwarts an, dann macht er da die Eisplatte weg und spawnen auch Zombies und Creepers, ach wie schön. Und Guardians wahrscheinlich auch. Gut, dann gehen wir mal rein. Also wie gesagt, ich bin nicht der 100% Typ. Nee, also so gut bin ich nun auch wieder nicht, Leute. Also da müsst ihr wirklich schon Let's Player ansehen, die da wirklich drauf haben, also die... Die hat das auch ein bisschen ernst nehmen. Ich nehme es ja manchmal nicht so ernst. Ich bin ja mehr da hier der blende bulu bende bär. Und da freut sich jemand, ach wie fein, ist das Leben nicht schön wie sein. Und ich kann leider nicht reimen. Jetzt gehen diese Platten da hoch. Ah, schön. Damit
betätigen wir mal die Schalter. Geht ganz einfach, Kaufland. Okay. Kaufland. Nehmen wir denn? O2? Da fällt mir jetzt leider keine Discounterkette mit N ein. Netto? Und den besten Discounter, den es gibt, Globus. Da ist die Welt noch in Ordnung. Ja, du hast mal. Ich hoffe, du hast den Raucherstopp quasi überlebt, weil die kifft viel zu viel. Ich muss jetzt auch darin. Ach du Scheiße. Ja, Tiny, da musst du leider durch. Viel Spaß in der Qualmbude. Ja, und hier könntest hier Osternachten feiern. Ist mir sowas von Tiverella. So. Tür auf und rausch. Habe noch ein paar Minuten vor mir. Okay. Denn kann ich singen, oh wie nein. So, da haben wir schon die ersten Coins für unsere. Hey! Du musst kämpfen, sonst überlebst du da nicht! Du hast so kleine Lungen, verdammt! Also, qual mal ein bisschen! Kann's vergessen! Ich hab kein Geld für Zigaretten, bin arbeitslos. Der braucht mir ein Geld noch für die Rechnung, also wirklich. Blubbert der mir an, ich soll kiffen oder was, dass ich da überlebe oder was? Also wirklich. Oh, ich bin deine Lehrerin, ich bring dir das Rauchen bei, bist du einverstanden? Ich brauche nämlich einen Nachfolger. Okay. Sie will einen Nachfolger brauchen? Was soll das jetzt erheben? Ja, Zigaretten, ich hab auch schon. In Germany's Next Top-Raucher, Top-Stock-Raucher mitgemacht, da müssten wir Waldzweige qualmen und das konnte ich sehr gut. Kannst du Stock rauchen? Also ich kann's am besten. Das können nicht mal Menschen. Und das recht nicht der schäbige Let's Player Sergeant Spadaker hat damit Konkurrenz, weil Stockrauchen ist eine Seltenheit, ey, da bist prominent mit. Probier das mal aus, das geht besser als du glaubst. Du wirst eine Menge Kohle kriegen, wenn du Stockrauchen tust. Naja, du kriegst 1,50 als Preis, aber du drehst schon völlig für eine halbe Schachtel aus. Also, komm, gib mir 1,50, dann kann ich mir noch meine Zigarettenschachtel kaufen. Sonst schmeißt mich der Discounter schon wieder raus. Und ich hab schon tausend Ermahnungen, weil ich zu viel raucht habe von der Ärzte. Also, bitte, gib mir ein bisschen Geld. Leider nicht, ich hab auch kein Geld hier. Mann. Hätte ich dir gern 1,50 und 1 Cent gegeben. Gut, okay. Dann müssen wir jetzt das Tor aufmachen. Und dafür brauchen wir unseren ganz großen, nämlich unseren Diddy. Ja, Diddy ist schön groß geworden, also Größe von 80 cm ist schon ganz schön cool. Ich meine, Menschen werden ja auch ein bisschen größer, ich bin da kein Größenschätzer und ich habe irgendwie die Move nicht gelernt. Ach, kann ich auch bei unserem Psychobot. Kann ich das ja auch hier machen, aber ich muss erstmal den Gang frei kriegen. Ja, und da ploppen die Dinger schon wieder weg. Wo ist denn bitte hier die Verbindung? Ich brauche den nächsten Gleisanschluss. Hier ist er. Oder? Warte mal, kann ich bei. Ach, hier bei den Feuern hier. Da kommt bestimmt hier auf. Ist ja jetzt lecker da. Hör auf, rum zu albern, es ist mein Job. Ich bin der Clown hier, nicht du, Sergeant Spider Vollhonk. Na, bist du der Clown, sollen wir doch eher sein. Auch wenn der Clown Dolly bist. Ich möchte nicht zur ersten Welt zurückrennen, bitte. Nicht, dass man da wirklich jetzt ein Fass braucht, um darüber zu kommen. Nö. Ja, zielen, Leute, manchmal ist der
Ist die Kamera mal so lustig drauf und zeigt mal, heute spielen wir mal Rate, wo der Zielort ist? Na gut. Nun müssen wir eigentlich die Dings aufbekommen. Ich muss noch so Krankenkopf und so Psychobot und zum Waffen Crazy muss ich auch noch rüberstießen. Aber ich glaube, bei Crazy Cop haben wir diesmal nichts. Ich geh mal reingucken. Naja, wir sind eine Biene mit Nachsicht. Hier ist ein weiter Mafia-Cop. Ja, bist schön in deiner Mafia, ich weiß. Kannst du da ein paar Maschinen wieder raushändigen. Dann kann ich die Dinger verkaufen und kann Geld damit machen. Also nutzen darf ich die ja nicht. Ich hab ja keinen Waffen. Keinen Waffenschein. Oh nee, jetzt nervst du auch noch rum, ey. Was soll denn das? Du warst doch schon mein vorigen Partner. Was soll denn die Scheiße, ey? Ich hab dir schon was gegeben. Na okay, ich mach eine Ausnahme. Aber nur weil du es bist, Diddy, oder so ein Vollspacken bist. Also, nicht heulen, sondern freuen. Lügt er da ein bisschen. Wir kriegen den Move erst jetzt, wenn da 5 Münzen waren. Ja, ich hab mal einen Juli-Scherz gemacht. Ist das jetzt so schlimm? Bist jetzt alle Piste, Diddy, oder? Weil dein blöder Freund Sergeant Spider-Kid dich filmt. Der Junge sollte dich verpissen, Alter. Der hat eine Strophe. Ja, ein kleiner Vorschulkind, ey. Das immer lernen wird ein Allgemeinwissen, das checkt der Idiot einfach nicht. Weil er in seiner Scheinwelt lebt und da seine Sachen immer macht. Hier, seine scheiß Remixe und so. Wer will so Mist hören, verdammt? Ich kann lieber Volksmucke. Also wirklich, Sergeant Spider-Gill. Wenn du jetzt mich hörst, verpiss dich aus diesem Spiel. Und komm erst wieder, wenn du ein bisschen schlauer geworden bist. Sonst bin ich ja ganz schön sauer. Also Diddy auch ab und werd erstmal den Spacken los und dann kannst du hier weiter hingehen. Also tschüss. Tolle Abfuhr. Ja, Psychobot, ey. Kein Wunder, dass ich den damals Menschen lalala genannt habe. Ja, den werde ich ja nicht nochmal erwähnen im Let's Play. Krankenkopf, Alter. Ja. Ach, sorry. Die Steuerung spinnt. Diesmal ist es wirklich gesponnen, ein bisschen geleckt. Hat ja Moneten noch, wer muss auch wieder betteln gehen? Boah, ich check das nicht, will ich jetzt auch noch rumheulen? Ey, was soll denn der Mist? Ja, ich meine Ausnahme. Aber hör zu, du sagst nicht den Spacken davon, warte, wie schon wem, wenn ich meine, ich will deinen Namen nicht erwähnen, weil mich sonst dreckig fühle. Also hör zu, du Vakuumbirne. Das bleibt unter uns. Du wirst kein von Sergeant Spider-Gates Idioten davon was erzählen. Weil du bist, ich hab dich zum Chef ernannt und jetzt sollen die anderen Honks nicht wissen, dann sind die nachher angepisst. Also halt das für dich und hier auf alle draußen plaudern. Das sagt, dass ich Family Guy Guy als Kind war. Okay. Verstehen wir schon mal sehr gut. Er war als Kind ein Family Peter Graffin Freund. Na komm, schieß die Scheiße ab. Und den kannst du auch noch auf Wiedersehen sagen oder auf Sehen wieder oder was auch immer. So wie Nafa gerade spricht. Gut. Naja, okay, bei Frau. Bei Frau Stockrauchen war mir Gott sei Dank schon jetzt zuerst mal. Ja, Donkey, du machst schon mal wieder perfekte Kunst. Aber das ist ja eigentlich meine Schuld, weil ich kann ja nicht balancieren. So. Und dann gehen wir noch unseren Waffenfreund auf Hallo sagen. Tschüss, auf Wiedersehen. Ja, du bist mal der ganz Schlaue und du bist der ganz Blöde. Du bist wahrscheinlich der Klassenclown. Was ich ja auch immer war. Dem 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 dem.
Und erste Ansage, ich werde einige Aufgaben nicht machen. Aber da sage ich euch rechtzeitig Bescheid, welche ich nicht erledigen werde. So. Und erstmal müssen wir wahrscheinlich ein Waffen-Upgrade machen, wenn er auch so freundlich ist. Unser kleiner Freund hier. Ich weiß nicht, ob er schon Waffen-Upgrades macht. Hallo, mein Freund. Na, leider nicht zur Verfügung. Weil weil ihn so viel rumgenervt haben und immer Sergeant Spider-Kill wieder meine, was weiß ich, der ist einfach Noob. Okay, das war jetzt keine kluge Ausrede, aber egal. Aber wir kommen mit unserer Tiny rein. Tiny braucht ja noch Moonsen. Also Tiny Boy oder Tiny Girl. Du musst nochmal zu unserem Waffenschmied rein. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwo Münzen sind. Gucken wir uns mal um. Ja, Herr Überlebenskünstler. Herr Survival Dog. Klassenclown. Wir brauchen irgendwo Moneten, aber ich weiß nicht, wo was gibt. Ja, müssen wir Deutsche Bank sagen. Ich brauche lila Münzen mit Bananen. Habt ihr die zur Verfügung? Und wenn nicht, vergessen wir die Sache. Ach, scheiße. Ne, wir haben bloß eine. Voll geilst, Alter. Hallo, mein Freund. Tschüss, mein Freund. Hallo, mein Freund. So, bei Zwischobot waren wir schon. Bei unserer Alkoholiker, also die Alkoholiker, unsere Rauchertante auch. Ja, genau. Machen wir uns immer wieder extra schmerzhaft. Hallo Tiny! Ja, ich hab die anderen verarscht. Ich hab gesagt, ich hab nichts. Hab doch was für dich. Wird dir gefallen. Aber du wirst das nur einsetzen, wenn ich dazu in der Meinung bin. Du kannst du immer einsetzen, wenn du willst. Ich möchte bloß dir was beibringen. Wenn ihr irgend so ein Vollpfosten hier das Hausbar guckt, ist deine Waffe deaktiviert, weil da leider ein Virus draufgekommen ist. Ja, das war von Sergeant Spider-Kill die Schuld. Weil er ja immer das Hausbar guckt und ich das mit der Waffe nicht im Upgrade hinbekommen habe. Weil ja so ein scheiß Download-Klienten da einverstanden war und das war eben, wir gucken Sergeant Spider-Kill. Ich wollte mal herauswissen, was der Idiot so Let's Play hat und da ist mir der Virus gekommen. Auf meine Waffe. Und jetzt muss ich erstmal das wieder regeln, dass die anderen Waffen keinen Virus haben. Also bitte nicht spielen, wenn ihr das Hausbar guckt. Sonst ist deine Waffe deaktiviert. Also er meint, dass er mich angesehen hat, dass er eine Scheiße auf ein Virus bekommen hat. So eine Logik. Ja, Leute, ist ein Let's Play. Also wie gesagt, ich rede Mist und das muss jeder Zuschauer ihn leider einsehen. So. Autsch. So, dann habe ich alle Sanktionen ausgeführt. Also in diesem Part, ich habe alles angequatscht, ich habe die Rauchertante angequatscht, ich habe Psychobot und die Waffenspezialisten. Naja, okay. Ich sag erstmal Tschüss und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.